Die deutsche Schule Pretoria betrachte die Musik als ein unschätzbares Instrument für die Entwicklung und Förderung der Schülerinnen und Schüler. Ja. Musik steigt das Gedächtnis, lehrt Disziplin und fördert verbale und nonverbale Kommunikation. Sie stärkt das Selbstbewusstsein und schafft gleichzeitig Raum für emotionales Wohlbefinden. Interaktion wird auf wohlwollend konstruktive Weise gefördert. Das führt zur Bildung von Freundschaft und Kooperation. An unserer Schule wird das Fach Musik als Teil des Lehrplans von der Vorschule bis zur Klasse 9 angeboten. Das Schulcurriculum basiert einerseits auf dem CAPS-Lehrplan des südafrikanischen Erziehungsministeriums, andererseits auf dem Bildungsplan des Bundeslandes Baden-Württemberg in Deutschland. Schülerinnen und Schüler können an der DSP das Nebenfach Musik Appreciation bis zum Abitur belegen. Grundlage hierfür ist eine Vereinbarung der deutschen Auslandsschulen in Südafrika mit dem International Examination Board. Darüber hinaus bietet unsere Schule im Rahmen ihrer musikalischen Profilierung von der musikalischen Früherziehung im Kindergarten bis Klasse 12 umfassende und bereichernde Angebote an. Musik ist Teil unseres Kindergartenalltags. Singen und Musizieren erlaubt den Kindern, sich auf einer anderen Ebene auszuleben und auszudrücken. Musik fördert gleichzeitig den Sprachgebrauch, Grobmotorik und Koordination, soziale Fähigkeiten und sogar mathematische Konzepte. Lieder mit Bewegungen lehren Rhythmik auf eine spielerische Art. Wir singen täglich im Kindergarten und jede Klasse bekommt einmal pro Woche eine Musikstunde von unserer Musiklehrerin an der Schule. Wir nehmen auch an Veranstaltungen, wie beispielsweise dem Großelterntag an der Schule teil, wo wir die Möglichkeit haben, unser musikalisches Können auf einer Bühne vor einem Publikum vorzuzeigen. Musik macht uns viel Art. In der Vorschul- und Grundschulstufe fördern wir die Musikalität durch Singen, Tanzen und rhythmische Begleitungen auf Stab- und Schlaginstrumenten. Unsere Vorschüler sowie Erst- und Zweitklässler haben die Gelegenheit, an dem wöchentlich stattfindenden Profilfach Musik teilzunehmen. Hier kombinieren wir Tanzen, Singen und das Begleiten mit Melodie- und Rhythmusinstrumenten. Interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 können am Chor teilnehmen. Auch hier wird auf die bereits erworbenen Kompetenzen aufgebaut. Der Fokus verschiebt sich auf Stimmtraining, komplexere Rhythmen und Begleitformen. Ausgehend vom Lehrplan können die Schülerinnen und Schüler Musik als Neigungsfach wählen. Im Rahmen dieses Neigungsfaches können sich die Schüler für das Marimba-Ensemble oder für die Orchestergruppe entscheiden. Die Orchestergruppe ermöglicht es unseren Schülern, ein Instrument ohne Vorkenntnisse zu erlernen. Diese Orchestergruppe ist auf 2 Jahre ausgelegt, um den Schülerinnen und Schülern auch Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Während dieser 2 Jahre nehmen sie einmal wöchentlich am Instrumentalunterricht sowie der Orchesterprobe teil. Es ist uns wichtig, auch Kindern aus sozial schwächeren Elternhäusern die Möglichkeit zu geben,
an dieser musikalischen Profilierung an unserer Schule teilnehmen zu können. So, which instrument did you like best? I love the saxophone and the guitar. The orchestra program that they're starting in the 5th and 6th grade. It's really impressive to see how quickly kids can pick up a really hard instrument like the violin and the viola and to actually be proficient with it after a year. It was really tremendous to see. I'm looking forward to seeing the progress for next year. Am Ende der Klasse 6 besteht entweder die Möglichkeit, Teil der Orchestergruppe zu werden, um die musikalischen Fähigkeiten weiter zu vertiefen, oder in das große Schulorchester zu wechseln. In dieser Zeit werden die vorhandenen praktischen Fähigkeiten erweitert und durch Musiktheorie ergänzt. Der individuelle Instrumentalunterricht geht dabei auf die Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler ein. Unsere musikalische Profilierung und unsere Selbstverpflichtung zur musikalischen Bildung und Erziehung vom Kindergarten bis zur Klasse 12 findet insbesondere im großen Schulorchester seinen Ausdruck. Hier wird für ein Schulorchester auf hohem Niveau eine Plattform für begabte Musikerinnen und Musiker angeboten. Die vielfältigen musikalischen Auftritte unserer Schülerinnen und Schüler ermöglichen es uns, Musik als integralen Bestandteil der Schule zu erleben und erlaubt es uns, tief in die erweiterte Schulgemeinde hineinzuwirken. Zu unseren Highlights gehören der Großelterntag, an dem wir die Großeltern unserer Schülerinnen und Schüler zu uns an die Schule einladen. Das Ostercafé, hier musizieren unsere Schüler im deutschen Altersheim. Habe ich selber auch eine Querflöte gespielt und nun ist es vorbei, aber ich habe es genossen sehr, ja. Sehr schön. Ja. Das Weihnachtskonzert hat sich zu einem musikalischen Höhepunkt entwickelt. Ich denke, das Weihnachtskonzert war ein absoluter Erfolg und eine schöne Zusammenfassung von dem, was an der Schule geschafft wird, erarbeitet wird und auch was wir den Kindern bieten und was wir dem Publikum bieten können. Durch die Teilnahme an den Gottesdiensten außerhalb der Schule sowie der Mitgestaltung des Musical Outreach Evening, an dem auch die Schüler, Lehrkräfte und Eltern der Partnerschulen aus Marmelody und Esterust beteiligt sind, erreicht und verbindet die DSP eine große Gemeinschaft. Der Gesellschaft etwas zurückzugeben, ist für uns an der DSP sehr wichtig. Wir nehmen deshalb regelmäßig an Wohltätigkeitsveranstaltungen wie dem Wiener Ball und dem Tree of Lights Concert des Atterbury Value Marts teil. Gab es ganz, ganz viele tolle, strahlende Gesichter. Die Kinder haben sich sehr doll gefreut. You guys are amazing, so, so beautiful. Wow! Unsere Schulhymne, verschiedene Musicals sowie weitere musikalische Eigenkompositionen sind und werden von Schülern und Lehrkräften geschrieben, produziert und aufgeführt. Damit entsteht viel Raum, Talent, Hingabe und Kreativität erleben und ausleben zu dürfen. In Anbetracht unserer unterschiedlichen Kulturen, unserer unterschiedlichen Sprachen, persönlichen Vorlieben, unterschiedliche Vergangenheit und gemeinsame Zukunft ist die Musik zu einem wesentlichen Element geworden, das Brücken innerhalb unserer Schulgemeinschaft baut und uns einander näher bringt.
This has really been a nice journey. We've had a lot of fun. It was interesting to act with other people and to act like such a big project with a choir and an orchestra. I've made so many new friends. I got to know all the older and younger kids, well, that are in the musical, and even from different races. So I think it's very good that we keep doing musicals like this, because we really get to know all the different kinds of people in our school, and I think it's a very good thing. Alle zwei Jahre treffen sich die Schulorchester der deutschen Schulen des südlichen Afrikas mehrere Tage zum gemeinsamen Musizieren und gestalten in einem großen Finale ein gemeinschaftliches Konzert. Im Juli letzten Jahres wurde unser großes Schulorchester zum Weltkongress der deutschen Auslandsschulen nach Berlin eingeladen. Die Leistung unseres großen Schulorchesters hat vor den Schulleitern der über 140 deutschen Auslandsschulen viel Lob und Anerkennung erhalten. Wir an der DSP legen großen Wert auf Begegnung. Deshalb werden wir unsere musikalische Profilierung an der DSP fortführen und weiter ausbauen. Musik spielt bei der Entwicklung junger Menschen hin zu weltoffenen, unabhängigen und toleranten Weltbürgern in multikulturellen Gesellschaften innerhalb und außerhalb Südafrikas eine bedeutende Rolle.